Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Oxygen Not Included. In der letzten Folge, ja, was haben wir da eigentlich alles gemacht? Wir haben eine ganze Menge gemacht. Unsere Basis expandiert auf jeden Fall gerade von der Fläche wirklich richtig gut. Wir haben jetzt hier oben das Vakuum angepumpt und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das Vakuum wird sich jetzt hier natürlich mit Luft füllen und ja, ich hoffe sozusagen, dass wir das relativ schnell hier durch solche Oxylites, solche Gasformationen hier auf jeden Fall ja ausgeglichen bekommen, dieses Vakuum. Ist natürlich wirklich ein Problem, weil der Luftdruck dann insgesamt in der Basis hier abnimmt, aber na gut, wir warten jetzt einfach mal ab, ob das klappt. So, der Adrian Reitenbach, neu dazugekommen, ne, neuer Duplikant, der ist fleißig am Forschen. Übrigens, eine Technologie noch und ja, dann können wir auf jeden Fall endlich die Farming-Technologie bauen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Und Pipecutter, der hat mal wieder da oben eine richtige Intelligenzbestie. Ja, ne? Ja, da, wie kommst du denn jetzt da wieder runter, mein Lieber? Sehr schön. Ja, komm, wir helfen ihm mal. Moment, da muss ich jetzt gerade mal gucken hier. Sorry, Alter. Geil. Ja. Genau, dann bauen wir nämlich hier oben noch so ein paar Stockwerke rein. Genau. Das hier können wir dann nach und nach wegbuddeln. Moment, das hier muss ich gerade nochmal wegmachen mit C. Genau. Das hier oben muss eh noch weggebuddelt werden. Dann bauen wir einfach eine Leiter hier einmal so runter. So, und der Adrian hat jetzt richtig Hunger. Ja, ist jetzt natürlich ein Problem für dich. Warte mal. Wie kriegen wir den Pipecutter da wieder runter? Ich glaube so, das passt dann hier. So, zack, genau. Da vorne müssen wir uns eh noch durchbuddeln hier. Zack, das muss noch weg. Das hier muss alles noch weg. Das hier hinten sowieso. Und genau. Ja, dann wird das jetzt auch langsam hier. Ja, du bist hungrig. Dann geh doch was essen, mein Lieber. Meine Fresse, ist das kompliziert. Genau. Auf jeden Fall läuft das alles ganz gut hier. Gerade mal gucken, das Outhouse, wie sieht's da aus? 9 Visits remaining, aber wir haben jetzt ja die letzte Technologie neu erforscht und dementsprechend können wir dieses Algenterrarium bauen. So, und damit können wir CO2 ja, recyceln, um damit wieder ja Sauerstoff herzustellen. Genau, das Wort habe ich gesucht. Und ich überlege gerade, wo wir das am besten hinbauen, dieses Terrarium. So. Terrarium. So, vielleicht hier hinten einfach einmal so irgendwie das Ganze wegbuddeln. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So. Und dann passt das so. Und jetzt gerade mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Ja, keine Sachen mehr in der Queue. Allerdings brauchen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Und ja, hier brauchen wir halt dieses Meal-Lice für. Aber das haben wir aktuell gar nicht. So. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall bauen. Auch diese Planter-Box oder so, wie das heißt. Das heißt Food. Planterbox. So, da haben wir sie auf jeden Fall. Und ja, komm, dann bauen wir die hier oben einfach mal hin. So, 4 Stück, 5 Stück, komm. Ne? Nicht kleckern, das machen wir jetzt einfach mal so. Planterbox, zack hier. So, und der Adrian Reitenbach, der hat noch gar nicht gegessen. Das sollte er jetzt mal schleunigst tun. Alter, der ist ein richtiges Arbeitstier, der Adrian hier. Donnerwetter. Alles klar, läuft auf jeden Fall. Ja, da oben wird auf jeden Fall noch fleißig abgebaut. Ich weiß gerade gar nicht, irgendwie, wir können jetzt eigentlich gerade nur warten, dass das hier so jetzt so langsam mal vorwärts geht. Ja, keine Research ausgewählt. Wir können gerade mal gucken, was es hier alles Neues gibt, was wir so alles bauen können. Hier können wir auf jeden Fall eine Cooking Station bauen. Und da können wir diese Mush Bars, glaube ich, das sind diese Bars hier, können wir sozusagen frittieren. Das ist natürlich geil. Dann können wir hiermit noch Dünger herstellen mit dem Ding und ja, einen Kühlschrank. Damit können wir, glaube ich, ja, die Lebensdauer von Food sozusagen erhöhen. Und ich glaube, den ganzen Rest hier, den brauchen wir noch gar nicht unbedingt. Ich denke mal, das hier ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und wir brauchen dafür aber auf jeden Fall den Supercomputer. So, und das, da muss ich jetzt mal gerade gucken, wo bauen wir den überhaupt hin? Supercomputer, warte mal, gucken. Hier hinten haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz, dann kommt der da einfach hin und dann ziehen wir da auf jeden Fall auch nochmal kurz die Kabel hier rüber, genau, das passt auf jeden Fall. Hier steht auch dran, wie viel die verbrauchen, 120 Watt, genau, und hier können wir 400 Watt produzieren, das heißt, aktuell haben wir eigentlich schon mehr Verbrauch, als wir eigentlich produzieren. Ich denke mal, der Computer hier, der wird auch nochmal richtig was reinhauen. Ich vermute mal, dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen weiteren Generator, beziehungsweise noch weitere Batterien, ne, aber das... Alles noch im grünen Bereich, Leute. Das passt.
So, der Pipecutter, der ist wirklich relativ langsam im Buddeln. Ich hoffe trotzdem, dass er sich da ein bisschen verbessert, so. Der Adrian, der hat nämlich hier so einen Skill, dass er, wie gesagt, einfach schneller buddeln kann als der Pipecutter. Ne, das ist wirklich, naja. Und genau, so, das hier müssen wir jetzt auf jeden Fall wegmachen. So. Und dahin der Pipecutter und der Leonard, die bauen wir jetzt dahin den Supercomputer fertig. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ja, da können wir jetzt auf jeden Fall hier diese Sachen hier auswählen, aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, ja, 10 Stück brauchen wir, glaube ich. Ich packe hier einfach mal ein paar Sachen in die Queue, hier auch nochmal so ein bisschen. Wieso geht das nicht? Ah, ich muss es oben auswählen. So, läuft. Genau, hier wird jetzt das ganze Wasser abgepumpt, das ist auf jeden Fall gut. Das ist auch sauberes Wasser, das passt. So, und hier müssen wir jetzt irgendwelche Sachen reinpacken. So, und da packen wir auf jeden Fall die Mealwood Seeds rein. Und genau, da kriegen wir 15 Mealwood pro Ernte raus. Und genau, pro Unit dann sozusagen 100, also 1500 für eine komplette Ernte. Und ja, man kann die, glaube ich, insgesamt dreimal abernten. Und es hat wohl auch noch dekorative Zwecke hier. Ist natürlich eine ganz coole Sache ist. So, das passt auf jeden Fall. Das ist hier geplantet alles. Mealwood Seed haben wir noch einen einzigen. Und dann sind wir, glaube ich, hier auch durch mit den Mealwood Seeds. Das heißt, ich muss das hier unten auf jeden Fall mal wegsammeln. So, mal gucken. Hier einmal wegsammeln. Genau. Schauen, habe ich irgendwas übergesehen sonst? Ich hoffe nicht. Das ganze Zeug hier kann auf jeden Fall auch mal weggeräumt werden. Und Adrian und Pipecutter sind auf jeden Fall wieder mega fleißig am Forschen. Sehr gut, so gefällt mir das. So, und das mal bitte hier alles einsammeln. Jetzt gerade mal gucken hier. Ja, jetzt haben wir hier auch die 2 Mealwood Seeds. Die können wir jetzt auch direkt planten. Und genau, dann passt das. Ganz wichtig hier, Sandstein, der fällt immer von oben nach unten. Den sollte man dann natürlich auch wegbuddeln. Rechtzeitig. So. Genau. Das lag übrigens daran, dass diese Oxy-Dinger hier, also Oxylite oder wie das heißt, aufgebraucht waren da oben und dementsprechend dann runtergefallen sind. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie lange wir es hier mit der ersten Basis schaffen zu überleben, bevor wir ein Problem kriegen irgendwie mit Sauerstoff. Denn wenn ich jetzt so nach unten gucke, sieht das wirklich nicht so richtig pralle aus, was wir teilweise machen können. Können natürlich gleich mal gucken, was wir da an Technologien eventuell erforschen können, ne? Was uns da sozusagen dann ein bisschen hilft, aber ja, viel wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Müssen wir einfach mal gucken. So, hier oben bauen wir jetzt auch nochmal so, so 3 Container hin. Dann sollte das auch passen. Und, oh Leute, wir haben hier einfach viel zu viel Arbeit. Und, ja, das Klo können wir gleich auch mal ausleeren. Kann mal gucken. Kompost, genau, den können wir eigentlich direkt daneben packen hier. Da können wir nämlich dann die ganze Scheiße einmal drauf packen. Und dann mit Dreck können wir da Dünger draus herstellen. So, und das brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja, und der Supercomputer, ihr seht das schon, der braucht relativ lange. Also das ist auf jeden Fall sehr teure Technologie. Ich frage mich, warum der Wasser braucht. Das ist irgendwie ja egal. So, gerade gucken hier. Ja, wir verbrauchen 208 Kilogramm an Sauerstoff und produzieren nur 57. Das ist auf jeden Fall noch nicht ausreichend, aber wie gesagt, wir haben hier unten ja noch die Steine. Das läuft auf jeden Fall. Ja, und ansonsten hier, ne, wir haben ja überall noch so ein bisschen was rumliegen an Oxygen. Also das ist, das passt auf jeden Fall. So, das ganze CO2 sackt hier nach unten ab. Das ist auch alles super. Läuft. Ich überlege jetzt bloß gerade. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen schneller machen. Ja, erstmal neben dem Scheißhaus ein Essen, Adrian. Ja, ja. Sehr geil. Okay. Ja. Und den ganzen Mist hier mal aufsammeln. Ja, der Pipe, der Tim, der ist auch fleißig am Sammeln hier. Richtig coole Sache. So, oh, Skill Increase. Was ist denn passiert? Ja, Leonard, der ist gerade besser geworden. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Runner hier. So, und der ist jetzt müde. Es ist Nacht. Alle schlafen wieder ein. Sehr schön. Gerade gucken, hier haben wir jetzt noch 15 Rationen drin. Unter anderem, glaube ich, auch, genau, diese Dünnschiss-Ration hier. Ich muss bloß mal gucken, Mehl-Lice, haben wir davon eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht. Mealwood Seed haben wir hier einmal drin. Hier haben wir Kupfer und Dreck drin. Hier müsste, glaube ich, alles Mögliche drin sein. Gerade mal reingucken. Algen, Dreck, Sand und Sandstein. Hier haben wir Kupfer und so weiter. Aber, wie gesagt, kein Mealwood. Das heißt, wir müssen hier wirklich gucken, dass wir
ja, hier diese richtig billige Nahrung dann halt herstellen. Auch wenn man dadurch Dünnschiss bekommt, aber das ist ja nicht schlimm, dann schaffen die das hoffentlich rechtzeitig noch auf Scheißhaus. Und ich meine, das kann dann hier alles auf den stinkenden Komposter. Das ist dann schon okay. Ich meine, aber Maschbar wird halt auch in echt einfach mal hier aus Dreck hergestellt. Ich meine, die fressen halt quasi Dreck. Sehr cool. So, ich mache hier mal ein bisschen Fast Forward, damit das ein bisschen schneller geht. Und genau. Stress sieht auch noch cool aus gerade. Das passt auch. Die sind alle tiefenentspannt. Ist das nicht schön? So. Ja, und der Adrian hier, der kümmert sich auf jeden Fall um die Nahrung. Das heißt, hier wird jetzt gerade einfach so ein Klumpen Dreck gepresst, den sie dann essen können. Lecker. Oh, ist das geil. Sehr schön. Ja, es sieht aus. Ey. Naja, ich weiß, ich sag jetzt mal nicht, woran mich das erinnert. Hauptsache, hier hängt so ein Duftbaum dran. Falls der Pipecutter mal wieder geht. So. Tim, der ist wieder am. Was macht denn der Pipecutter gerade? Alle sind hier am Arbeiten. Wo ist er denn? Warte mal. Leonard? Tim? Ach, da ist er. Okay, der sammelt gerade also hier richtig schön auf. Und genau, der Adrian kümmert sich um das, was wichtig ist. Und ja, mal gerade gucken. Also, ich glaube, nee, das muss jetzt hier auch gar nicht hochpriorisiert werden. Das passt alles. Ja. Leute, lehnt euch zurück und genießt es. Ich werde jetzt nochmal hier ein bisschen Fast Forward machen und gerade mal gucken hier. Naja, passt auf jeden Fall. So, die fressen jetzt alle erstmal Dreck. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn die anfangen zu kacken, ey. So, hier nochmal ein bisschen mehr herstellen, ne? Ich meine, Essen kann man ja nie genug haben. So. Mal gucken, wie sieht das denn hier oben aus eigentlich? Ach, Dekor minus 10. Das ist sogar schlecht für irgendwie die Umgebung. Aber. Ich habe keine Ahnung, wie lange das braucht hier sozusagen. Man sieht halt auch nicht, wie weit das ist. Also es wächst auf jeden Fall. Ach, da oben steht das. Ah, hier. Harvest remaining, growing. 15%, hier haben wir auch 15%. 15%, ihr seht schon, das ist auf jeden Fall wirklich langsam. Also, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Geduld. Ja, was ist hier? Hier gibt es keine Forschung mehr. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch 4 Stück. Das werde ich jetzt auch mal eben kurz machen. 4-mal. So, und hier brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal 14 sogar. Alter, das ist eine ganze Menge. Das machen wir aber auch ohne Probleme. So, da oben an die Algen kommen wir noch nicht dran. So, die sind auch hier alle fleißig am Sauerstoff ausspucken und produzieren. Und was ist das hier eigentlich? Der Bristleblock. Ich muss mal im Wiki gucken, was man mit den ganzen Pflanzen hier machen kann. Also das können wir zum Beispiel, das ist eine Pflanze hier, wo wir irgendwie, die können wir essen, ja, aber die können wir nicht reproduzieren. So, aber das heißt, wir müssen die doch eigentlich abernten können. Ich gucke jetzt gerade mal, ja, Tatsache. Also die hier können wir ausgraben, ja, aber die können wir richtig ernten. Ja, genau, läuft. So, und dann natürlich hier auf Sweep gehen, dass der das hier mal bitte alles einsammeln soll und auch wegbringen soll. So, genau. Vorne jetzt auch nochmal und läuft. Das ist auf jeden Fall unsere Frischluftkammer hier irgendwie. Hier entsteht auf jeden Fall wertvoller Sauerstoff. Aber ansonsten haben wir ja einfach nichts. Das ist alles irgend so eine versaute Kacke, ne? Das ist alles so verseucht hier. Echt zum Kotzen. Naja. Gut, aber wir können natürlich hier mit unserem Algae sozusagen hier einiges machen. Gerade mal gucken, wo das eigentlich hier abgelegt ist. Filtration Medium, nee, das brauchen wir nicht. Organic, hier. Wir haben 4776 Kilogramm von diesen Algen. Und, ja, wie viel konsumieren die hier? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, maximaler Druck sozusagen hier. Also ich meine, ganz ehrlich, so viel müssen wir gerade tatsächlich eigentlich gar nicht machen. Das passt schon. Ja, Leute, wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch auch wieder einmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und Leonard, du chillst hier ganz gemütlich vorm Klo. Es ist okay. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tipps, Tricks, Kommentare, Hinweise natürlich ab in die Kommentare. Lese ich, wie gesagt, alles. Und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Memphises. Bis dann.